Mami, hier lang. Einfach piepsch noch mal. Bin ich jetzt eine Tucke? Wie? Eine seltsame Flasche, die sie in ihrer Tasche fanden, als sie im Baker-Anwesen aufwachten. Scheint wichtig zu sein. What the fuck? Mein ganzes Loot ist weg. Betsy ist weg. Ethan? Ethan! Gib mir Betsy! Gib mir Betsy! Ich darf schon wieder Betsy sehen. Jemand Hunger. Da sein Armbändchen rot geleuchtet hat, müsste er eigentlich tot sein. Ich merke Auswirkungen vom Impfen, habe Appetit auf Eis. Lol. Alles voll mit dieser Scheiße. Scheiße tropft vom Dach. Das sieht aus wie ein paar Leute hier. Moderne Kunst. Ah. Ja, Eis ist was Leckeres. Bananasplit.
Mann, die Scheiße ist hier aber auch überall, ne? Ist nicht mein Kind. Cool ist der Captain Ed Charles, Chefingenieur Paul Fitzgerald. Fitzgerald. Ah, Marvel Shield. Erster Offizier Giovanni Finetti. Zweiter Offizier Clark C. Walsh. Walsh auch, ne? Ist auch dort drin, ja, ja. Mechaniker Dwayne Schallenmers, Kommunikationstechniker Jim Stockman, Arzt Gerald Waddle. Schlimm sowas. Ja, die Reinigungskraft hat gekündigt. Welche Reinigungskraft? Ach, die war mal hier angestellt. Ah, okay. Ja, aber Erdbeer würde ich von alleine den Platz holen. Hey, da haben wir schon den zweiten gefunden. Sie ist in mir. Sie ist in jedem. Gesundheit, Schatz. Irgendwas ist mit dem Ding hier passiert. Ja, kein Fachmann, aber ich glaube, das Ding ist auseinandergerissen. Boah, dort, das schippert noch. Die eine Hälfte auf jeden Fall. Unter. LNG-Tanker Annabelle. Gebaut 1987. Tragfähigkeit 71.000. Länge 289 Meter. Was sollte ich nochmal machen, Schatz? Nicht mehr ganz seetauglich, okay. Und da haben wir den nächsten gefunden. Oh, ich muss doch nicht in diese Brühe rein, oder? Hier. Du hast gesagt, wir können eine Familie sein. Wovon redest du da? Du hast gesagt! Warte! Ich habe das Warten satt.
viel Loot. Maschinenpistolenmunition? Oh, scheiße. Ich glaube, hier komme ich gar nicht rein. Toll, die Viecher sind überall. Klasse. Ich habe nichts. Ich kann doch nicht mal die Kiste kaputt machen ohne eine Waffe. Ist das denn für ein Scheiß? Was für ein Scheißdreck. Herum. Schienengewehrmunition. Ja, das sind die. Entschuldigung. Liebe Janet, wie geht es dir? Ich schätze, wenn dieser Brief dich erreicht, haben wir uns ein halbes Jahr nicht gesehen. Das Leben ist so langweilig hier. Jeden Tag nur dasselbe alte Meer. Okay. Obwohl, eine Sache ist neu. Dieses Mal haben wir ein paar Passagiere an Bord. Das kommt fast nie vor. Es ist ein Pärchen mit einem kleinen Mädchen. Ich glaube, sie sind entfernt mit dem Captain verwandt. Stell dir vor, auf einem Tanker statt eines Passagierschiffs zu reisen. Die müssen echt knapp bei Kasse sein. Ich habe vorhin versucht, mit dem kleinen Mädchen zu reden, aber ihr Dad hat mir einen finsteren Blick zugeworfen. Was der wohl befürchtet? Jetzt, wo ich darüber nachdenke, fällt mir ein, dass der Captain gesagt hat, er hätte gar keine Verwandten. Vielleicht mache ich mir zu viele Gedanken. Ich vermisse dich in Liebe, Jim. Sollte da nicht hier irgendwie was sein, was ich nehmen kann oder so? Wozu kann ich denn das sonst aufheben? Ja, um mir die Weste anzugucken, okay. Bootsfahrten auf dem Amazonas. Schönheit in der Schwarzen Lagune. Für uns ist es schon zu spät, aber die Welt sollte wissen, was hier vorgefallen ist. Ich hatte gestern die Nachtschicht und hielt darum mittags ein Nickerchen in meiner Koje. Ich war schon halb eingeschlafen, als ich ein Kind, ein kleines Mädchen lachen hörte. Oder habe ich mir das nur eingebildet? Ich wachte um 19.30 Uhr auf. Es gab eine Unruhe auf dem Gang. Drew, einer der Ingenieure, kam rein und sagte, etwas gehe unten vor sich, vielleicht eine Ausschreitung. Er sah blass im Gesicht aus. Er sagte mir, er würde nach unten gehen und nachsehen. Er kam nie zurück. So gegen 19.50 Uhr hörte ich einen Schrei. Ich ging zum Waschraum, um nachzusehen, und sah, wie Clark von einer Art schwarzem Monster gefressen wurde. Das Monster drehte sich und kam direkt auf mich zu. Große, haiähnliche Zähne schnappten in seinem Kiefer. Ich schrie wie ein kleines Mädchen und machte, dass ich wegkam. Also Niki-Schrei, ne? Jetzt...
Jetzt kauere ich bei den Kojen. Schreibe dies mit zitternder Hand. Ein ganzes Heer jener Kreaturen lauert nun auf den Gängen. Ab und zu höre ich noch Schreie, aber keine 10 Pferde können mich wieder nach draußen zehren. Und das ist alles, was ich weiß. Giovanni Finetti. Was macht das Schatz? Ja, ja, natürlich, der sehr männliche Niki-Schrei, ne? Der Appetit doch am Ende. Ja, der tut ja ganz schön. Vielleicht war es ja auch Niki. Was soll ich mit diesen scheiß bunten Pillen? Ey, ich brauch was. Härteres. Geht der gerade weg oder kommt der gerade? Kann ja hier seinen Kopf irgendwie nicht raushalten. Safe Room. Ah, er klettert auf der Leiche noch drauf. Hey. Mit 2 Schuss. Oh nein, wie nett. Ich bin voll am Arsch. Ja, bei meinem Arsch ist alles in Ordnung. Sehr, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gut zu wissen. So. Ich hab ne Pistole. Mit 2 beschissenen Schüssen. Ja, ich werde das Beste draus machen. Ich werde mich erschießen. Das Einfachste und Sinnvollste in dem Fall. Nee, da ist ich. Atschi! Ih, der beißt ja richtig zu, das Mistvieh. Okay, das hat nichts gebracht. Ich habe noch das andere Vieh. Eigentlich das Loot kaputt machen sollen, hätte ich vielleicht mehr Möglichkeiten gehabt. Bin ich bloß noch einmal rum und habe nichts. Noch nicht mal mit der Waffe zuhauen. Hab ich nicht sowas wie einen Schlag oder so? Das ist die Belegung. Nee. Das ist heftig. Daneben, du Lappen. Muss ich das hier einsetzen? Nö. Wo muss ich das denn reinsetzen? Hier, ne? Na los, geh auf.
ist das Vieh schnell. Ja, dass wir Eier in mir ablegen. Na, Alma. Was hältst du davon, wenn ich dir einfach mal die Fresse poliere? Bäh, die ist voll schmutzig.